Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich hoffe, es geht jetzt hier weiter, weil in der Übersicht jetzt stand, dass wir beide die Burg angreifen, was natürlich schon längst passiert ist. Und ich hoffe jetzt nicht, dass das schon wieder verbuggt ist mit dem Speicherstand, aber ich bin hier, glaube ich, noch nicht gewesen, deswegen nehme ich den Teil mal vorsichtshalber mit auf, in der Hoffnung, dass wir jetzt richtig sind und nicht die letzten zwei Spielstunden oder so nochmal von vorne anfangen müssen. Das wäre nämlich ziemlich doof. Ich bin zwar mittlerweile gewohnt von Assassin's Creed, aber es wäre trotzdem ziemlich doof. Aber das sieht ganz gut aus. Eivor, sei gegrüßt. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Du? Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodri angehängt, um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Aber das... Es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Ja, ich sag mal, natürlich ist er gut gestorben, ne? Aber wir sind ja ehrlich, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, wir sind ehrlich. Er starb für eine heimtückische Lüge. Ich würde das keinen guten Tod nennen. Eva, ich verbrachte mein Leben damit, den Schaden zu beheben, den er anrichtete. Trotz allem war er mein Bruder. Ohne Eva können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof, schick eine Nachricht an Königin Angarath, dass ihr Mann durch Verrat starb und Ivar den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Ceolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schier. Ich soll Aldermann werden. Somit erklärt sich Schrobeschir zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Wo immer du auch bist. Wohl, Bruder. Möge deine Zeit in Valhalla glorreiche sein. Schroffer Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenrost segelt der Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildmeiden schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Ivar fort. Schrobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvi beraten. Ja, das wäre gut. Zumindest können wir dann sagen, dass wir definitiv einen neuen Verbündeten mehr haben. Ja, da bin ich doch sehr froh, dass da jetzt nicht wieder ein Bug drin gewesen ist. Weil das Problem, was ich hatte, war nämlich, dass wenn ich in die Quest reingegangen bin, wo mir gerade auffällt, dass der die gar nicht jetzt automatisch angenommen hat. Doch, wenn ich nämlich in die Quest reingegangen bin,
hat er mir gezeigt, dass wir diesen Angriff noch machen müssen. Und das hat mich doch ein bisschen verwirrt. Deswegen. Aber dann ist nochmal alles gut gegangen. Dann bin ich ja erfreut. Ja, da sind wir. Wieder zu Hause. Es leuchtet. Achso, ja, das sind die Kerzen, glaube ich, die da dran sind. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt ein neuer Tag, deswegen... Achso, wir haben ja auch wieder Fähigkeitspunkte, die können wir auch gleich noch einsetzen. Das würde ich nämlich gerne machen, bevor wir mit der Randvi sprechen. Übrigens, ich war mittlerweile fleißig, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Ich habe bis auf 4 Stück mittlerweile alle Eiferer besiegt. Die sind mir unterwegs dann teilweise vor die Füße gelaufen, wo ich dann irgendwelche Rätsel machen wollte oder ähnliches. Deswegen konnte ich leider nicht alles aufnehmen. Das meiste habe ich versucht aufzunehmen, aber ich habe leider nicht alles aufnehmen können. Deswegen seht es mir nach, wenn ich nicht von jedem Eiferer eine Aufnahme habe, weil so schnell konnte ich dann leider doch nicht mehr drücken. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich wollte doch hier eigentlich... War das das hier? Genau, Adrenalin beim Schleichen. Das wollte ich auf jeden Fall noch freischalten. Jagdbogen, was war das hier? Benommenheitsschuss. Naja, das wird wahrscheinlich mit meinen Controllern nicht so gut gehen. Schlachtfeldgeschoss. Ach, das mit dem Aufheben der Waffe. Genau, da war ich ja auch schon die ganze Zeit hinterher. Hab's immer wieder vergessen. Und jetzt reichen die Punkte nicht mehr aus. Das war so klar. Na gut, machen wir halt beim nächsten Mal. Jetzt guckt die danach immer auf den Boden. Das finde ich so komisch. Okay, gibt's hier eigentlich noch irgendwas, was wir hier rausholen können? Noch nicht. Hey, hallo, wie geht es dir? Ja, wo bist du? Darf ich dich kraulen? Ich darf dich nicht kraulen. Oh, meine Süße. Aber ich finde das toll, dass die Wölfin so mag. Hallo, du solltest eigentlich mit dir sprechen. Wir haben ein Bündnis mit Schrobisch hier. Allerdings war der Preis dafür hoch. Der junge Cheolbert wurde getötet. Ja, ich hörte von meinen Spähern. Solch ein tragischer Tod für zweifelhaften Nutzen. Ich hoffe, du ließt seine Mörder bezahlen. Das Recht obsiegte. Man wird sich Cheolbert erinnern. Ich schätzte seine Gesellschaft in unserer kurzen gemeinsamen Zeit. Wahrlich. So, dann können wir nochmal mit ihr sprechen wegen einem neuen Ziel, denke ich mal. Sie wird mir wahrscheinlich immer noch nichts anderes sagen. Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut. Nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Ich glaube, ich fühle mich eingesperrt. In diesem Raum, dieser Siedlung, diesem Leben. Mit deinem Leben kann ich dir gerade nicht helfen. Aber ich kann dich aus diesem Raum holen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Hör auf. Vergiss all die Bündnisse und Verantwortung. Nur für ein paar Stunden. Wir könnten ausreiten. Nach Granterbrück oder woanders hin. Mal was anderes sehen. Das klingt wunderbar. Und zu weit weg, um es gerade in Betracht zu ziehen. Aber danke, Eivor. Ein anderes Mal vielleicht. Also, was brauchst du? Na, immerhin hat sie mal mit mir gesprochen. Oh, gehen wir... Oh! Ja, probieren wir doch einfach mal aus, oder? Oder passiert dann irgendwas? Wir probieren es einfach mal. Gönn dir eine Pause, Randvi. Brechen wir nach Granterbrück schier auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde. Also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Oh, das hat sich jetzt aber sehr komisch angehört. Okay, dann bringen wir sie doch mal dahin. Keine Ahnung, heute warum wir da gerade... nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt, ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Granterbrück schier zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht.
Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Welchen Fluss? Ich habe keine Ahnung, aber es scheint eine kleine Nebenquest auf jeden Fall zu sein. Mal schauen, was alles passiert. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt hier irgendwie überfallen werden oder so. Es wäre auch ganz schön, wenn der Wolf sich mal ein bisschen in Bewegung setzen würde, anstatt hier so rumzutrotteln. Weil der läuft mir noch sehr langsam. Nur da ich denke, dass die beiden sich auf der Fahrt, auf dem Ritt jetzt noch unterhalten, möchte ich das Ganze auch nicht rausschneiden. Aber im Moment sieht es eher nicht danach aus, als ob sie groß noch was sagen. Her! Also gut, wenn doch noch irgendwas kommen sollte, dann schneide ich das noch mit rein. Ansonsten schneide ich das hier mal ein bisschen zurecht, damit der Weg dahin nicht ganz so lange ist. Hier ist es wirklich schön. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es je selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Eivor, dort. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Grantabrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Wir sind auf jeden Fall gleich da. Das ist schon mal gut. Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerheer dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe London und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Westsex bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Steig ab, meine Schöne. Oder auch nicht. Doch, sie kommt. Sieh mal eine an, wenn das nicht Eivor ist. Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet. Östlich von hier. Direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Das hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Klar helfen wir gern. Dafür sind wir wahrscheinlich auch hier, ne? Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Okay, machen wir. Dann mal los, ist das hier in der Nähe? Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon, ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwelt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr?
Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magni und beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Rabenclan braucht deine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im geringsten, Eivor Wolfsmal, Drengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Dort, das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Ich soll ernst zum Horizont starren? Ich bitte darum. Ich hab nicht zum Horizont gestarrt, ich bin von meinem Wolf runtergekommen. Kann man hier eigentlich kurz speichern? Ah, perfekt. Man weiß ja nie bei diesem Spiel. Es gibt ja auch immer mal wieder Stellen, in denen sich das Spiel einfach so aufhängt. Und das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Vor allen Dingen nicht, wenn diese ganzen Dialoge und alles dazwischen sind. Kann die sich jetzt mal... Hallo, du sollst schleichen. Jetzt geht's, ja? Okay. Komm, wir machen das vor ein bisschen weiter weg. Kommen wir da rüber, ohne gesehen zu werden? Eigentlich nicht, ne? Die rennen schon wieder weg. Okay. Die mal kurz stehen bleiben würden, ne? Was war das denn gerade? Och, du hast es mir versaut, Mädel, ganz ehrlich. Ja, toll, der Attentat funktioniert auch nicht, oder was? Na gut, stürmen wir rein. Jetzt ist das alles so schön gelaufen. Moment, das nehme ich aber noch mit, bevor ich das vergesse. So schön gelaufen. Und warum ist die blöde Kuh jetzt hier am Stehen geblieben? Am Stehen geblieben. Tolles Deutsch. Ich dachte, wir wollten uns hineinschleichen. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also ja. Schlag zu. Das habe ich mitbekommen. Weil sie da gestanden hat, ist sie entdeckt worden. Also ganz so clever war das nicht. Hallo, geht's noch? Hi. Komm her. Und geh wieder. Nach Valhalla. So, wo haben wir dich denn noch? Irgendwo hier war... Da. Ja, für dich, nicht für mich. So. Zurück, zurück! Komm her. Komm her. Das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. Ja, wenn wir wissen, welches es ist. Aber ich glaube, das ist gerade markiert worden. So, mal eben schauen. Da war doch noch was zum Lesen drin, ne? Oder irgendwas? Tagebuch eines Räubers. Wieder eine Nacht, die uns reiche Beute beschert hat. Diesmal haben wir ein paar mercische Soldaten aus Lanchester überfallen. Burgrits Jungs gut ausgerüstet. Wir haben ihnen alles abgenommen. Ihre Schwerter, Helme. Ich habe sogar eine neue Hose. Henbold hat sie nicht gepasst. Es gefällt mir hier langsam richtig gut. Viel Frischfleisch, das auf dem Weg nach Granta Brysk hier entlangkommt. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Wichtiges gewesen. Eben schauen wir hier nicht nur... Breite deine Flügel aus. Nö, anscheinend nicht. Okay. Reitest du jetzt? Dann bleib stehen. Bleib stehen. Hallo. Sag mal. Willst du mich veräppeln oder was? Schätzchen. Schätzelein, ich darf da nicht mitreiten. Ach, da bist du.
So, dann auf wieder zurück. Aua. Komm, lauf. Bisschen schneller. Weiter. Was für ein Nervenkitzel, Eivor. Wir sind die Retter von Granterbrück. Kennst du noch weitere Städte, die es zu befreien gilt? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten in die Siedlung zurückkehren. Oder wir trinken noch etwas. Feier unseres Sieges. Zu Hause. Was macht die denn jetzt? Tegla hat mehr Met und Ale, als wir je runterkriegen. Eivor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Alehaus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir uns um. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum sie da jetzt einmal im Kreis geritten ist, aber okay. Kann ich hier schon mal vorreiten, oder? Ich würde ungern so lange warten wollen, aber ich muss ja eh wieder warten hier. Wo will sie denn genau hin? Suchst du den Stall oder wo läufst du hin? Achso. Ich wäre jetzt von der anderen Seite reingegangen. Okay. Magni, wir haben dein Räuberproblem gelöst. Habt ihr das? Gut gemacht. Konntet ihr mein treues Ross wiederfinden? Dein Pferd steht draußen und wartet auf dich. Bei den Göttern. Es geht ihm gut. Danke, Eivor. Und auch deiner Freundin Randvi, wo auch immer sie steckt. Sie muss hier irgendwo sein. Eivor, hier drüben. Sieh dir das an. Ist da jemand durstig? Du willst dich wohl unbedingt besaufen, was? Ich will dich besoffen machen. Komm, oder hast du Angst, dass ich mehr vertrage? Um ehrlich zu sein, ein wenig. Ja, aber wir müssen kurz jemanden anheuern. Komm, beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir einen Platz an der großen Tafel. Ich muss ja 10 angeheuert haben, glaube ich, um was freigeschaltet zu haben. Worauf willst du hinaus? Einen Trinkwettbewerb. Du gegen mich, Wolfsmal gegen Tischmarkt. Ach komm, Randvi, uns fällt etwas Besseres ein als Tischmarkt. Dann Metkönigin. Ich würde ja gerne auf Nein klicken, weil ich das hasse, weil ich sowieso nicht hinkriege. Also gut, trinken wir. Wunderbar. Na gut. Gehen das jetzt nochmal? Och ja, ist ja gut. Wenn man sich einmal vertippt, vertippt man sich danach wieder. Ach, Moment, muss ich in die Richtung gehen, die der anzeigt? Ich bin immer in die andere Richtung gegangen, glaube ich. Ja, jetzt bin ich wieder in die falsche gegangen, ich weiß. Wieso habe ich es jetzt verloren? Ich habe doch jetzt am Ende immer in die Richtung gezeigt, wo ich ertrinke. Ich verstehe es nicht. Ich bin die Metkönigin, Vernichterin der Wölfe und Fässer. Ich habe doch gesagt, ich trinke dich unter den Tisch. Oh. Bist du jetzt zufrieden? Mein Schädel dröhnt wie eine Glocke. Mehr als zufrieden. Komm jetzt, wir reiten heim und lassen die frische Luft den Nebel aus unseren Köpfen wehen. Nach nur einem weiteren Halt. Ach, Randvi. Da ist dieser versunkene Turm bei einem Wasserfall nahe der Siedlung. Wir halten kurz an, dann bist du mich los. Er ist nahe des Gipfels eines Hügels im Süden der Siedlung. Leicht zu finden, schätze ich. Also gut, ein letzter Halt. Ich weiß, man sieht es kaum, Eivor, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Ach, man sieht es. Ihr wollt schon gehen? Nun, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Randvi, komm jederzeit wieder. Vielleicht muss ich das, Magni. Danke für die Gastfreundschaft. Nein, nein, ich danke dir. Gute Reise.
So, dann schauen wir mal eben. Da können wir noch was mitnehmen. Vorne war auch noch was. Irgendwo. Ich sehe es nicht mehr. Ich bin zu besoffen. Da. So, steigt mal auf. Ich hoffe, mein Wolf hat nicht so viel getrunken wie ich. Entschuldigung. Geht mal alle aus dem Weg, bitte. Weg da. Mama, möchte erst die Tilwartner. Komm, laufen wir schnell. Ich habe das Gefühl, du hast Magnis Herz durchbohrt, Randvi. Was soll ich sagen? Es war nicht das erste und wird nicht das letzte Herz gewesen sein. Ich nenne dich Randvi. Schrecken der Räuber. Brecherin der Herzen. Ich trage diesen Namen mit Stolz. Sunifer hat mir diesen Turm beschrieben. Ein verfallener, aber dennoch friedvoller Ort. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Nach einem aufregenden Tag, willst du also endlich zur Ruhe kommen? Meine Abenteuerlust ist fürs Erste gestillt. Es wird Zeit für eine Pause. Aha. Eine Pause welcher Art? Man weiß ja nie in diesem Spiel. Ich habe mich etwas gefragt. Du und Soma, wie stark war eure Verbindung wirklich? Als du von ihr sprachst, leuchteten deine Augen. Wir haben schnell eine enge Bindung aufgebaut. Meinst du das etwa? Nein, ich meinte, ist zwischen euch etwas vorgefallen? Was für eine Frage ist das denn? Eine Unschuldige. Unschuldig wie ein Neugeborenes. Zwischen uns ist nichts vorgefallen. Mehr sage ich dazu nicht. Das finde ich enttäuschend. An deiner Stelle hätte ich einen Versuch gewagt. Eivor, umgarnt von einer kühnen Jarlskona, die ihr Heer zu Wohlstand und Ruhm führt. Ein wahrlich beflügelndes Bild. Ich werde so tun, als hätte der Wind deine letzten Worte verschluckt, Randvi. Wenn du meinst. Oh, wir sind hier irgendwie mitten im Lager drin. Ja, also nach den Andeutungen, die ich ja schon gehört habe, habe ich mir nämlich schon sowas gedacht. Und da ich ja mittlerweile weiß, wie es hier in diesem Assassin's Creed zugeht. Mal dort, das muss der Turm sein. Auf zur Brücke. Hui! Oder auch nicht. Du solltest ins Wasser springen, aber die Brücke da hinten wahrscheinlich, ne? Er ist so schön wie in Sunifers Geschichten. Stell dir nur vor, wie er ausgesehen haben muss, als er neu war, vor Hunderten von Wintern. Manchmal, wenn ich mir eine Karte ansehe, stelle ich mir vor, wie kleine Menschen mit ihren kleinen Waffen durch das Land streifen. Und wenn ich diese Ruinen sehe, denke ich an die Menschen von damals, wie sie lebten, nicht ahnend, was einst aus ihren Monumenten wird. Du hast eine blühende Vorstellungskraft. Ich möchte die Aussicht von da oben sehen. Wollen wir? Geh nur vor. Genau, geh nur vor. Ich sehne mich hier irgendwo. Ich markiere mir das am besten mal auf der Karte. Sehe ich nämlich was, wo Gold ist? Ich vermute mal... Ach, dass sie das immer... Na los. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt Pass auf, anders. Wo du hingreifst. Diese Steine sind alt müssen. Und verwittert. Kann ich es doch da? Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, wenn hier was liegt. Perfekt. Und das andere, das war aber weiter weg, oder? Nee, das ist. Oder ist das auch hier im Wasser? Bin ich denn jetzt gerade bei der Brücke irgendwo? Nee. Okay, das ist auf jeden Fall. Ach, hier sind wir. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht da, wo wir jetzt hingehen werden. Aber da habe ich... Ach, ich habe gar nicht das jetzt geholt, was ich markiert hatte. Okay. Dann kann es natürlich sein, dass das oben ist. Aber oben leuchtet es nicht. Sünen, leite mich. Ich bin verwirrt. Das bin ich ja des Öfteren. sie ist da, das ist klar. Aber... Tja... Nee, das ist aber im Wasser, so wie es aussieht.
Also gucken wir jetzt hier nochmal. So. Ah, verstehe. Moment, dann hole ich nochmal eben Luft. Auch nochmal runter. So. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch dahin. Dass es nicht zu lange dauert hier. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier auftauchen können. Ich fürchte nämlich eher nicht. Wegen einem Kohlebach. Na toll. Naja, gut, okay. Oh, scheiße. Das war hier noch nicht. So. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt auch zu Randvi. Speichern nochmal kurz zwischen. Wenn du jetzt mal da runter gehen würdest, damit wir da hochklettern können, das wäre ganz toll. Die steht nämlich irgendwie nur dumm rum und ist nicht gesprungen. So. Du kletterst gut für jemanden, der Karten faltet. Meine Hände sind für harte Arbeit gemacht. Oh Mann, sieh dir das an. War ja klar, dass ich jetzt beim Falschen hoch bin, ne? Nein! Och, was macht die denn? Ist die so dämlich oder was? Die sollte nur ein Stückchen runtergehen, damit ich da oben... Sag mal. Oh, das ist nicht euer Ernst, ehrlich. Warum springt die denn komplett das Wasser runter? Also ins Wasser runter. Jetzt kletter schon. Geh nicht zur Seite, kletter. Mann, 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 Mann. Wahrscheinlich komme ich da jetzt auch wieder nicht hin und muss jetzt von der Seite auch nochmal komplett hochklettern. Das ist ja ein bisschen blöd gemacht hier mit dem Turm. Dass der so kaputt ist. Aber... Da scheint eine Verbindung hin zu sein. Hallo. Geh doch einfach da. Spring doch einfach da durch. Oh, ist das dein Ernst jetzt? Oh, Mann, 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 Mann. Es könnte alles so einfach sein. Kann ich mich hier runterlassen? Ja. Nein? Na, sag mal. Es war mir klar, dass die zu blöd ist, einfach nur den halben Meter nach unten zu springen. Es ist doch nicht normal. Es ist wirklich nicht normal. So, letzter Versuch. Ansonsten schneide ich es euch raus, wie oft ich jetzt hier versuche hochzuklettern. Das ist echt... Ich verstehe die Mechanik nicht, dass sie nicht einfach sich ein bisschen runterlassen kann, wie bei jedem anderen Gebäude auch, anstatt hier direkt ins Wasser reinzuspringen. Ich meine, was soll das? Und ja, ich kann gerade nichts mehr sagen, weil ich gerade tierisch sauer bin innerlich. Weil diese ganzen dämlichen Verzögerungen müssen ehrlich gesagt nicht sein. Und ganz ehrlich, das macht einen dann beim Spielen auch ziemlich aggro. Und das kann ich jetzt gerade echt nicht gebrauchen. So, jetzt aber. Atemberaubend. Die Aussicht erinnert mich an meine frühen Jahre in Nordwege, als ich die Hügel jenseits des Waldes erklomm. Du hast das Herz einer Abenteurerin. Hinter deinem Tisch sieht man es nicht. Doch nun sah ich dich einen Turm in durchtränkten Fellen besteigen. Ich war ein rauflustiges Kind, immer auf der Jagd oder auf dem Meer. Ein wahrer Wildfang, bevor ich zu dieser unerschütterlichen Frau wurde. Dann wurde ich für den Frieden zweier Clans verheiratet. Eine edle Aufgabe wohl wahr, aber keine, die ich mir selbst erträumt hätte. Aus dir wäre eine ausgezeichnete Kriegerin geworden. Eine Jomsvikingerin, die sich von niemandem Befehle erteilen lässt. Das glaube ich auch. Vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt. Zum Plündern oder schlicht auf Reisen.
Oder wir wären uns in der Schlacht begegnet. Ohne deine Heirat mit Sigurd würde zwischen unseren Clans womöglich immer noch Krieg herrschen. Ja, wohl wahr. Hab Dank für diesen Tag. Jede einzelne Minute war wie ein Traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen. Das musst du nicht. Wir können hier bleiben, solange du willst. Ja. Was war das? Oh nein, das ist... Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich mitreißen lassen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sigurd ist dein Bruder und ich habe dich in eine schwierige Lage gebracht. Politik ist eine Kopf- und keine Herzenssache. Vielleicht liegt es am Met, vielleicht an der Luft. Aber du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nüchtern genug. Die Wahrheit ist, dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe. Du liegst mir am Herzen, Eivor. Ja. Also so wie sie reagiert hat, ist sie ja nicht nur eine Freundin für sie. Und wir haben ja auch schon einiges ausprobiert. Und das ist nicht der richtige Zeitpunkt, ist auch blöd gesagt, weil wir ja eigentlich gerade den perfekten Zeitpunkt haben. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt so positiv auf die Geschichte ausübt, aber ich nimm mal das Herzchen. Lieb ist immer gut. Das ist tröstlich zu hören. Ich fühle seit langer Zeit dasselbe. Ich habe nicht geglaubt, dass du meine Gefühle je erwidern könntest. Ich wollte es dir schon so oft sagen, dir mein Herz ausschütten, dir all meine Wünsche offenbaren. Doch die Pflicht hielt mich immer davon ab. Sag mir, was immer du willst. Dieser Tag hat mir viel bedeutet. Wir ritten, kämpften, tranken und lachten. Du zeigtest mir deine Welt, nicht mit Worten, sondern mit Taten. Taten sind viel bedeutsamer als Worte. Randvi? Sie muss in die Siedlung zurückgekehrt sein. Oh je, vielleicht war es ja doch ein Fehler, was ich hier gemacht habe. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn man so die Wahl hat, man ist doch wirklich gespannt darauf, was dann für einen Dialog danach noch zustande kommt. Und wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, das ist nicht die richtige Zeit oder so, dann... ja, weiß ich nicht. Da wäre das Ganze so abgehakt gewesen. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer ganz gut, wenn es nicht abgehakt ist, sondern wenn man ja einfach mal in alle Dialoge reinschnuppert. Und ich hoffe jetzt nur, ich habe da jetzt nicht irgendwie Groll von meinem Bruder auf mich gezogen oder sonst irgendetwas. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal von dieser Folge und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.